Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Gäste, ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen 14. ordentlichen Generalversammlung hier in der Legrenbräu AG. Ich hoffe sehr, dass ihr euch daheim gemütlich gemacht habt. Ein grosser Bildschirm parat, Bein hochgelagert, das erste Legrenbräu bereits in Griffnähe, aber noch nicht geöffnet. Da halten wir uns dran. Bier trunken wird erst nach dem offiziellen Teil. Das machen wir auch so hier. Sind willkommen in unserer Brauerei, natürlich. Wir hätten schon gerne eine richtige Legrenbräu-GV vor Ort mit euch gefeiert, wie wir es kennen. Stattdessen halt dieses Jahr noch mal einmal online. Wir haben das Beste daraus gemacht und werden trotzdem eine erlebnisreiche GV abhalten. Also, los geht's! Simon, bitte lauf doch mal kurz durch die Brauerei durch und stell uns das Legrenbräu-Team vor. Danke. Hallo zusammen! Herzlich willkommen in der Legrenbräu. Ich mache mal eine Runde mit euch, damit ihr unser Team wieder einmal seht und kennenlernt. Hoi Moni! Hoi zusammen! Ich bin Moni, ich bin seit fast 9 Jahren bei der Legrenbräu. Zusammen mit dem Simon schmeisse ich das Büro und bin verantwortlich für die Buchhaltung, für das Personal und für die Bestellungen und die gute Seele der Firma. Ich wünsche euch eine gute GV und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder live sehen können. Tschüss zusammen! Ja, hoi Vanessa! Ja, hoi miteinander! Herzlich willkommen! Ich bin Vanessa und bin seit gut anderthalb Jahren bei der Legrenbräu als Leiterin Gastronomie tätig und darf hier in unserem wunderschönen Schallander immer mal wieder Firmenanlässe durchführen, die uns von der Planung bis zur Durchführung begleiten dürfen und natürlich auch unseren wunderschönen Biergarten betreiben. Jetzt noch ein Lächeln von mir ohne Maske. Ich wünsche euch noch ganz viel Spass. Sali Carsten. Hallo Simon, hallo zusammen. Ich bin der Carsten. Ich bin seit knapp einem Jahr hier Küchenchef in der Legrenbräu. Zu meinem Aufgabenbereich gehört das gesamte Speiseangebot im Biergarten und auch im Schallerraum. Ich bin froh, dass wir unsere Gäste im Biergarten wieder verwöhnen dürfen. Hier gerade mache ich unseren leckeren Bierhonigsenf. Carsten, schenkst du uns noch ein Lächeln ohne Maske? Dankeschön! Bitte! Hoi Ursi. Ja, hoi miteinander. Ich bin Ursi. Ich arbeite schon seit 5 Jahren hier in der Legrenbräu als Teamleiter in der Gastronomie. Ich bin vorwiegend verantwortlich, dass die Mitarbeiter aus unserem jungen wilden Team möglichst professionell und effektiv unsere Gäste freuen. Danke. Und da zeigen wir unseren Biergarten. Wünsche ich dir weiterhin gutes Einrichten. Ich bin Losic und arbeite seit 5 Jahren in der Legrenbräu. Ich bin Logistiker und zusätzlich beliefere ich unsere Gastronomiekunden in der Umgebung. Natürlich, wenn ihr den gelben Legrenbräu-Lastwagen seht,
werdet ihr zu 99% mich hinter dem Feuer finden. Und bitte nicht vergessen, Freude ausstrahlen und winken. Ade miteinander. Ja, Sali, Micha. Hi. Hoi zusammen. Ich bin der Micha Schmid. Ich mache Marketing und Verkauf bei der Lägerenbräu. Bin seit 2 Jahren jetzt hier. Hier sind wir jetzt gerade im Bieratelier, Rampenverkauf. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Reich. Ich mache aber auch viel Grafisches für die Lägerenbräu. Wir retten zum Beispiel Flyer und natürlich auch Events. Ich freue mich schon, wenn wir wieder Ping-Pong spielen draussen oder unser Lägerenbräu live jetzt endlich mal durchziehen. Das wäre wirklich mega lässig. Ich wünsche euch eine gute GV. Hoi Manuel! Hoi zusammen! Ich bin der Manuel. Seit 5 Jahren Brauer bei der Lägerenbräu. Ich bin zuständig fürs Brauen, über viele Reinigungen bis zum Abfüllen. Teilweise gehe ich auch ausliefern, weil eine gewisse Flexibilität und eine gewisse Liebe zu Hopfen und Malz ist wichtig. Hoi Andi! Hi Simon, grüß dich. Ich bin Andreas, ich bin seit 1,5 Jahren Braumeister bei der Lägerenbräu und ich bin mit meinem Team zusammen verantwortlich für die komplette Produktion vom Halm zum Glas praktisch. Nebenbei machen wir noch ein paar lustige Innovationen wie Hard Seltzer und sonstige Sachen. Ich freue mich auf euch. Prost! Ja, definitiv ein super Team, mit Herzblut dabei. Vielen Dank für euren Einsatz. Ebenfalls zum Team gehört natürlich unser Verwaltungsrat, bestehend aus Adrian Berchtold, Beat Meier, Christoph Foser und mir. Zu den Einladungen. Ich stelle fest, dass ihr alle zusammen statutengemäss und fristgerecht zur Generalversammlung eingeladen worden seid. Die Einladung ist per Post und durch die Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt Schab erfolgt. Zu den Abstimmungen. Es ist bereits brieflich abgestimmt worden. Unser diesjähriger neutraler Stimmrechtsvertreter ist der Magnus Küng. Er vertritt die brieflich eingereichten Stimmen. Kommen wir zum Protokoll vom Vorjahr. Die Stimmenzähler von der GV 2020, der Walter Benz und der Roland Schürch, haben das letztjährige Protokoll gelesen und für richtig erklärt. Es ist somit genehmigt. Vielen Dank dafür. Kommen wir zur Präsenz. Eingeblendet seht ihr das Total von allen Aktionärinnen und Aktionären, die abgestimmt haben. Ebenfalls, wie viele Aktienstimmen und wie viel Kapital total vertreten ist. Das absolute Mehr und auch das qualifizierte Mehr ist alles ersichtlich. Ich stelle fest, dass die Generalversammlung somit verhandlungs- und beschlussfähig ist. Wir kommen jetzt zu der Traktandenliste. Es sind bei uns keine schriftlichen Anträge eingegangen. Das Formale ist somit erledigt und wir gehen über zum Traktandum 2, Wahl der Stimmenzähler. Unser neutraler Stimmrechtsvertreter, Magnus Küng, hat die brieflichen Abstimmungen ausgewertet, wird die Stimmen entsprechend vertreten. Es braucht somit keine weiteren Stimmenzähler. Kommen wir zum Traktandum 3, Bericht über das Geschäftsjahr. Ihr habt alle den schriftlichen Jahresbericht für das 2020 bekommen. Wir haben uns definitiv in einem sehr schwierigen Umfeld rein müssen bewegen. Ich bin aber begeistert von der Arbeit, die das Team geleistet hat. Obwohl vieles stillgelegt worden ist, geschlossen worden ist, habe ich die Lägerenbräu lebendiger denn je wahrgenommen. Viele neue Ideen sind geplant und auch umgesetzt worden. Auch in der Produktion haben wir vieles investiert. Andi, unser Braumeister, führe uns doch gerade mal kurz zur Brauerei durch und zeige uns, was sich im 2020 bei uns so gemacht hat. Das mache ich doch gerne, Thomas. Hallo zusammen. Mein Name ist Andreas Quent. Ich bin der nicht ganz so neue Braumeister der Lägerenbräu. Gerne zeige ich euch, was wir im Jahre 2020 alles in der Brauerei geleistet haben. Bitte folgt mir. Okay.
Als die Welt noch normal und in Ordnung war, haben wir gedacht, für das große Wettinger Fest 975 Jahre schaffen wir uns mal einen vernünftigen Packreiniger und Füller auf. Früher haben die Fässer noch von Hand gereinigt und gefüllt. Wir haben uns hier eine Hightech-Maschine angeschafft. Leider ist das Wettinger Fest ausgefallen, aber ich denke, dass sie uns auch in der normalen Zeit gute Dienste leisten wird. Solltet ihr nicht so viel Durst haben und großes Fass trinken können, bieten wir jetzt auch neu lustige 5-Liter-Fässer an. Diese sind in unserem wundervollen Original gefüllt und schmecken sehr gut, besonders wenn man zu Hause grillt, wenn man noch nicht raus kann. Ein anderes Projekt, was wir vollbracht haben. Anfang des Jahres 2020 haben wir unseren Füller revidiert. Wir haben sehr viele Teile ausgetauscht und er läuft jetzt wieder wie geschmiert. War eine große Aktion, aber wir sind sehr zufrieden und hoffen, dass unsere Katja, so wie sie heißt, auch in diesem Sommer einwandfrei durchläuft. Wie ihr alle wisst, ist das Ausgehen im Jahre 2021 auch ein bisschen problematisch. Deswegen sind wir froh, dass sie unser vorzügliches Bier gerne auch zu Hause trinkt. Um immer zu gewährleisten, dass wir das Bier euch auch verkaufen können, haben wir uns auch neue Harassen angeschafft, damit ihr das Bier praktischerweise nach Hause transportieren könnt. Wie es so schön heißt, Stillstand ist Rückschritt. Neben unseren vorzüglichen Saisonbieren, wie zum Beispiel Anfang des Jahres das Magnum, jetzt auch das Kürbis, das Sommerbier, bieten wir als neueste Innovation unser Swiss Hard Seltzer an. Dies ist also ein kalorienarmes alkoholisches Getränk, das sich ideal als Sommererfrischung eignet. Um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen, haben wir jetzt angefangen, unsere Kühlleitungen zu isolieren. Diese waren von Anfang an nicht isoliert, jetzt fangen wir damit an. Ihr seht, hier ist das noch bevor und hier mit Isolierung wirkt es nicht mehr, das heißt, es braucht weniger Energie. So schonen wir die Umwelt in unserem Geld heute. Ich hoffe, unser Bier schmeckt euch und ich hoffe, dass ihr noch viel davon trinkt. Ich wünsche euch alles Gute und gebe zurück an Thomas. Ja, danke vielmals, Andi. Sieht super aus, allzeit gut aus. Wie ihr sehen könnt, haben wir trotz Krise keine Sachen aufgeschoben. Wir wollen schliesslich bereit sein für die Zukunft. Unter dem Strich haben wir trotz allem können ein positives operatives Ergebnis vor Abschreibungen erzielen. Natürlich hat es einen Jahresverlust gegeben, schlussendlich. Aber ich möchte mich ganz herzlich beim Team bedanken. Auch bei allen Aktionärinnen und Aktionären, die uns immer wieder tatkräftig unterstützen. Jetzt würde ich das Wort an Simon übergeben, der ein paar Ausführungen noch macht zum Jahr 2020, was so gelaufen ist in der Brauerei, und dann auch für um die Jahresrechnung zu präsentieren. Grüezi miteinander, auch von meiner Seite. Nochmal herzlich willkommen zur ersten Online-GV von der Lägerenbräu. Gerne teile ich Ihnen noch ein paar Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr mit, bevor ich dann zur Jahresrechnung komme. Und bin stolz, Ihnen dafür mitzuteilen, dass mittlerweile wahre Bierprofis bei der Lägerenbräu arbeiten. Vanessa, Micha und Urs haben erfolgreich im 2020 die Ausbildung zum Biersommelier absolvieren. Und ich freue mich darauf, dass wir jetzt die gewonnene Bierkompetenz in unseren Führungen an Anlässen, Degustationen, Beer and Dines und so weiter erfolgreich dürfen einfliessen lassen. Gerne informiere ich Sie darüber, dass wir das erste Mal in der Geschichte der Lägerenbräu eine Pensionierung durchführen durften. Es tut natürlich auch weh, jemanden zu pensionieren, aber der Markus hat sich das selbstverständlich wohl verdient, seinen Ruhestand. Nach 3,5 Jahren hat der Markus Danhauser, wie gesagt, seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Er war Alleinkoch und Küchenchef bei der Lägerenbräu. Seine Fähigkeiten im Kochen waren unbestritten. Er hat uns über Jahre, wie gesagt, verwöhnt an Public- und Corporate-Events. Geblieben ist mir sicher bei Markus, mit welchem Elan er Kochkurs, sprich Kochen mit Bier, an 10 bis 15 Leute weitergebracht hat und das 3 bis 4 Mal im Jahr so einen Kurs absolviert hat, wo immer ausgebucht war und Markus richtig aufgeblüht hat. Das hat richtig Freude gemacht. In dem Sinn, herzlichen Dank natürlich an Markus. Er ist auch noch nicht ganz verschwunden auf der Klosterhalbinsel. Wenn ihr unseren Biergarten besucht, werdet ihr ihn gelegentlich auch antreffen. Und er ist selbstverständlich immer noch im erweiterten Team der Lägerenbräu. Eine Pensionierung führt zur Folge, dass wir auch
eine vakante Stelle gehabt. Die haben wir erfolgt Lücken schliessen, die Markus hinterlassen hat, und zwar in Form von Carsten Fricke. Er ist jetzt unser Alleinkoch und Küchenchef, wohnhaft mit seiner Familie seit Jahren in Rupperswil. Er hat auch bereits schon in der Krise bewiesen, dass er ein innovativer und guter Koch ist. Er hat für uns einen Biersenf kreiert, den wir erfolgreich verkaufen. Wir haben Bier-Weihnachtsgutli mit einem hohen Bieranteil, den der liebe Carsten in der Pandemie daheim ausbeinelt hat. Und wir haben auch eine Backmischung, eine Brotbackmischung mit Treber, wo alles bereits vom Carsten stammt. Wir hoffen darauf, schon bald wieder im gewohnten Stil können Vollgas geben mit den Öffentlichkeitsanlässen. Wir sind froh, dass wir seit dem Montag wieder ein bisschen mehr dürfen. Noch nicht so ganz Vollgas, wie wir möchten, aber das kommt dann auch noch. Und kommt vorbei, überzeugt euch von Carsten, seinen kulinarischen Fähigkeiten. Einen weiteren Austritt habe ich zu verkünden. Das ist der Björn Stobbe, unser Braumeister, der die Lägerbräu als Brauer und auch als Braumeister über die letzten 6 Jahre prägen. Ich wünsche an Björn auf seinem weiteren Weg viel Erfolg. Und wie immer, wenn jemand eine Firma verlässt, gibt es eine Lücke, die wir erfolgreich füllen wollen. Das haben wir geschafft in Form von Andi Quent, der seit dem 1. Januar 2020 bei uns als Braumeister tätig ist. Für Bierherstellung, Getränkeproduktion, Getränkeentwicklung und Logistik Verantwortung trägt. Er ist im Fricktal beheimatet mit seiner Familie. Er hat sich bei uns gut einarbeiten und hat auch bereits unterschiedlichste Produkte in der Lägerbräu entwickelt. Die werdet ihr auch ja im Degustationspaket finden. Nochmal herzlich willkommen am Andi. Er ist bereits gut im Team angekommen und ich freue mich auf eine weiterhin tolle Zusammenarbeit und weiterhin viele neue Produkte. Gerne bringe ich euch jetzt auch noch gewisse Innovationen und Highlights aus dem Jahr 2020 näher. Eins war sicher unsere Fassbrauser-Barber, wo wir unsere Fassbrauser-Linie erweitern konnten. Leider ist der Release von dieser Fassbrauser-Barber genau in die Pandemie hineingefallen. Wir haben es trotzdem durchgezogen, ein bisschen weniger Publikum bei diesen Anlässen, aber erfolgreich implementieren haben wir sie trotzdem können. Im Bereich Merchandising haben wir unser Sortiment vergrössert, wie ihr seht in der Präsentation. Ihr könnt schon bald fast euren kompletten Haushalt mit Lägerbräu-Produkten ausstatten. Auch haben wir den Rampenverkauf dank euch können stark steigern. Die Absatzzahlen in der Rampe sind gestiegen, dank Aktionären, dank anderen Kunden, die uns hier direkt unterstützt haben. Trotzdem haben wir nicht untätig bleiben, auch im Abverkauf, im direkten Abverkauf, und das Team Brauerei hat sich entschieden, wir gehen und machen den Strassenverkauf an mehreren verschiedenen Orten in Wettigen. In Zürich sind wir auch gewesen. Ein bisschen mehr erfolgreich, ein bisschen weniger erfolgreich. Aber was durchgehend schön war, ganz viele Leute, die uns vorbeigefahren sind, haben gehupet und gewunken, sogar bei Minustemperaturen und Schnee. Eine weitere Aktion, die wir gemacht haben, sind Krisenkisten gewesen. Die waren im vollen Erfolg gewesen. Auf die komme ich aber später noch mal zu sprechen. Der Carsten, unser Koch, hat sich auch gut eingefügt, wie ihr seht auf unserer Präsentation. Wir haben diverse neue bierige Speiseprodukte entwickelt und erfolgreich verkauft. Der Andi, unser Braumeister, hat seine private Küche im Fricktal umfunktioniert, zum Leidwesen von seiner Frau. Hat ein Hartseltzer entwickelt, das ihr jetzt bereits in eurem Degu-Paket die verfeinerte Version findet. In der Gastronomie im 2020 war es selbstverständlich nicht ganz so einfach. Wir haben aber in der Gastronomie bis zum 15. März eine hervorragende Auslastung bezeichnen. Und dann ist natürlich der Corona-Hammer gekommen, der alles mal stillgelegt hat. Nachdem wir dann den Biergarten im Mai wieder eröffnen durften, ist es sehr gut angelaufen, dank Ihnen, meine Damen und Herren, die scharenweise uns besucht haben und es genossen haben, für Russen in der Sonne ein gutes Bier und etwas zu essen auch zu geniessen. Bis im September haben wir ja auch gewisse Anlässe im Schalander wieder durchführen, sogar noch weiter raus. Aber ab Oktober war ein starker Einbruch gewesen, aufgrund von den Fallzahlen wieder raufgegangen sind. Und die meisten Anlässe haben aufgrund von zu wenig Anmeldungen gar nicht mehr durchgeführt werden. Der Schalander ist somit doch ein paar Monate leer gestanden.
Dank unserem Vermieter haben wir aber einen Mieterlass bekommen für den Schalander. Und nach der Wiedereröffnung, wo wir den Biergarten wieder aufmachen durften, hat uns der Vermieter erlaubt, dass wir grosszügig auf die Klosterhalbinsel stuhlen. Und so haben wir die Verluste ein bisschen geringer halten und euch trotzdem schöne Momente bieten und vor allem genug Platz, was in dieser Pandemie 2020 ja so an das O war. Da möchte ich mich auch noch ganz herzlich bedanken beim Gastronomie-Team der Lägerenbräu und Vanessa Zbinden. Sie haben kurzfristig gefühlte 100 Mal Gastronomie auf und wieder runterfahren. Sie haben das alles gemacht, ohne zu reklamieren, mit einem Lächeln im Gesicht. Und trotz dieser Planungsunsicherheit sind sie immer positiv geblieben. Und sobald wir arbeiten durften, sind alle parat da gestanden und haben Vollgas gegeben. Vielen Dank dafür. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir unser Hauptverkaufsschlager im 2020 ist sicher die Krisenkiste war. Es ist ein ultimativer Renner geworden, der uns mitten im Lockdown das komplette Team zum Schwitzen gebracht hat. Wir haben über 300 Biergarten- und Brauereikisten verkaufen und das dank euch, weil da sind ganz viele Bestellungen von unseren Aktionärinnen gekommen. Vielen Dank für die Solidarität und die Unterstützung. Genau bei diesem Produkt haben wir es einfach gesehen, dass ihr Vollgas für uns da seid, wenn es darauf ankommt. Wer jetzt denkt, sein Hopfen, der in der Biergartenkiste drin war, sei nicht ordentlich gewachsen. Ich habe mein schlaues Büchlein vorgenommen. Ein Hopfen braucht 2 bis 3 Jahre, bis er sich richtig voll entfaltet, bis er dann auch anfängt, die Olden zu tragen. Und ab dann schiesst er bis zu 6 Meter hoch. Schaut einfach, dass er einen genug grossen Topf hat oder seinen Boden gepflanzt hat. Und wie gesagt, wenn er nur ein Schnürchen zieht, wird er 5 bis 6 Meter hoch. Es dauert einfach ein bisschen. Im 2020 haben wir wiederum über das ganze Jahr diverse Saisonbier-Spezialitäten eingebraut für euch. Zum Beispiel das 75-Jahr-Bier, wo wir extra ein März gebraut haben für die grosse Atmosphäre, die dann leider zum Opfer gefallen ist von der Pandemie. Im Sommer haben wir auch ein Mangoweizen gehabt und im Winter das Winterbier, wo wir sogar wieder dürfen im IG-Kalender drin sein, sprich im Bier-Adventskalender, der auch im Coop verkauft worden ist. Aktuell in diesem Jahr haben wir ein Kölsch, sprich unser Kübetz, ist jetzt gerade am Start. Und unbedingt probieren, das erste alkoholfreie Bier aus der Lägerenbräu, unser Federleicht. Natürlich erwartet euch auch in diesem Jahr weitere unterschiedliche Saisonbier, die noch kommen. Bitte geht euch informieren auf unserer Homepage. Dort seht ihr immer, wenn wir unsere neuesten Bier aufschalten. Und nochmal, das alkoholfreie Bier schmeckt also tatsächlich nach Bier. Und ich mag es. Auch das ist eine Reise wert, bei uns auf Klosterhalbinsel zum Ausprobieren. Auch bei unseren Holzfassgereiften Spezialitäten haben wir wieder Vollgas gegeben. Wir freuen uns, viele neue Handelspartner zu gewinnen haben für unsere meisten Bier, vor allem für die blendeten Holzfassgereiften. Zum Beispiel sind wir im Schivo drin, wir sind im Manor Baden vertreten, Sparottelfingen, Mauchlegetränk oder auch im Flaschenhals in Aarau. Und wir sind sehr stolz, dass wir dort wirklich einen grossen Sprung machen können und mehr Verkäufe generieren. Im 2021 werden wir erstmals in der Lägerenbräu Bier aus Holzfässern abfüllen, die schon 5 Jahre im Holzfass ausgebaut sind. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt darauf wie wir. Wenn immer möglich, haben wir Events durchgeführt, hier auf der Klosterhalbinsel. Wir haben uns gefreut, das Brauereiareal zu beleben. Wir freuen uns, wenn dort etwas läuft, wie zum Beispiel das Ping-Pong-Turnier, das wir das erste Mal veranstalten durften. Der Biergarten, der eben Erfolg hatte. Unser Herbstmarkt, der mir geblieben ist, ein bisschen verregnet, aber doch schön. Der Comedy-Abend, den wir durchführen durften mit Aargau Tourismus im Schalander. Selbstverständlich alles unter den Auflagen des BAG. Wir sind jetzt optimistisch, dass es bald wieder so richtig losgeht. Wir freuen uns darauf, die Events, die kommen, auch durchzuführen mit den neuen Bestimmungen. Das Programm haben wir euch mit der Einladung zur GV verschickt. Dort könnt ihr all unsere öffentlichen Anlässe entnehmen. Es würde uns sehr freuen, euch bei uns zu begrüßen, dass ihr auch Teil sind von diesen Events. Gern präsentiere ich euch jetzt noch den Jahresabschluss vom 2020. Wir kommen zur Erfolgsrechnung.
Der Umsatz fällt aufgrund von Corona um 16% tiefer aus als im Vorjahr. Auch der betriebliche Cashflow hat gegenüber dem Vorjahr verloren. Wir haben jedoch trotz allem ein positives operatives Ergebnis erzielt. Nach dem ordentlichen Abschreiber resultiert ein Verlust von 53.730 Franken. Der Verlust hat nur in diesem Rahmen behalten werden, indem wir zusätzliche Verkaufsaktivitäten gemacht haben. Ansonsten wäre der um einiges höher ausgefallen. Selbstverständlich auch durch Kurzarbeitsgelder, die wir bekommen haben, durch Härtefallgelder, die gesprochen worden sind. Durch dass wir zusätzliche Handelskanäle können generieren konnten, haben wir das auch noch ein bisschen absetzen. Und wie auch schon erwähnt, selbstverständlich auch durch eine Absatzsteigerung im Rampenverkauf. Allen, die hier dazu beigetragen haben, vielen Dank. Gerne gehe ich weiter zu den Aktiven der Bilanz 2020. Trotz dem herausfordernden Jahr 2020 haben wir investiert in die Zukunft. Die grösseren Posten sind alle zu Jahresbeginn getätigt worden mit Aufsicht auf das grosse Fest in Wettigen, das 975 Atmosphäre. Wie bereits vom Andi aufgezeigt, wir haben einen neuen Keckfüller und Keckreiniger angeschafft, damit wir das auch hätten können stemmen. Wir haben eine grössere Anzahl Kecks, sprich 20 Liter Fässer angeschafft. Wir haben eine mobile Bar angeschafft, wir mussten Harassen anschaffen und eine Enthärtungsanlage für unseren Boiler. Gesamthaft im Wert von ungefähr 100.000 Franken. Die Anlagen sind alle in Betrieb genommen worden und entlasten uns bereits. Und wir sind überzeugt, dass die schon bald auf Hochtouren werden laufen. Weiter zu den Passiven in der Bilanz 2020. Aufgrund des Verlusts, den man in der Erfolgsrechnung präsentiert hat, weisen wir ein bisschen tieferes Eigenkapital aus. Das ist jedoch nach wie vor hervorragend, denn wir verfügen über eine Eigenkapitalquote von 89%. Der Verlustvortrag tut sich durch das auch erhöhen, und zwar von 189.000 Franken auf 243.000 Franken. Gut, dann übernehme ich wieder. Wir kommen zum Traktandum 3c, Bericht von der Revisionsstelle. Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht haben wir ja mit der Einladung bekommen. Und alles können nachlesen. Darum würden wir dann weitergehen, gerade zum Traktandum 4, Beschlussfassung. Wir kommen zum Traktandum 4, Beschlussfassung, 4a, Genehmigung von der Bilanz und Erfolgsrechnung. Der Verwaltungsrat beantragt, im Jahresbericht und in der Jahresrechnung in der vorliegenden Form zuzustimmen. Ich danke für die Genehmigung. Das Ergebnis sehen Sie eingeblendet. Wir kommen zum Traktandum 4b, Beschlussfassung über das Bilanzergebnis. Wir haben von einem Aktionär noch den Hinweis bekommen, dass wir hier eigentlich nicht vom Bilanzverlust reden, sondern vom Jahresverlust, der auf die Jahresrechnung 2021 vortragen werden soll. Wir möchten das hier damit noch korrigieren und werden das in Zukunft so einflüssen lassen. Besten Dank nochmal für den Hinweis. Es werden keine Dividenden ausgerichtet. Danke vielmals, dass Sie auch diesem Antrag zugestimmt haben. Das Ergebnis ist wieder eingeblendet. Wir kommen zum Traktandum 4c, Entlastung der Organe. Der Verwaltungsrat beantragt im Verwaltungsrat und der Revisionsstelle Testcharge zu erteilen. Besten Dank auch hier für die Zustimmung. Das Ergebnis ist eingeblendet. Traktandum 5, Wahlen. Gemäss unseren Statuten müssen wir den Verwaltungsrat und den Verwaltungsratspräsidenten alle zwei Jahre neu wählen, was in diesem Jahr jetzt der Fall ist. In diesen turbulenten Zeiten, wo wir uns befinden im Moment, ist Kontinuität wichtig und es freut mich, dass der aktuelle Verwaltungsrat sich nochmal zur Verfügung stellt. Wir kommen zum Traktandum 5a, Wahl der Verwaltungsräte. Zur Wiederwahl stellen sich zur Verfügung Adrian Berchtold, Beat Meyer, Christoph Fosser und ich. Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns ausgesprochen haben in der brieflichen Abstimmung. Es sind alle wiedergewählt. Wir freuen uns sehr auf die Arbeit, die kommt und versprechen, dass wir auch die nächsten zwei Jahre werden Vollgas geben für unsere Brauerei. Wir kommen zum Traktandum 5b, Wahl vom Verwaltungsratspräsident. Es ist etwas speziell, dass ich jetzt das gerade selber präsentiere, das Traktandum. Aber aufgrund der Online-GV tun wir das jetzt halt so abwickeln. Ich habe mich entschieden, mich wieder zur Verfügung zu stellen und ich danke
wiederum auf das Vertrauen, das ich bekommen habe. Das Ergebnis ist eingeblendet. Ich darf die nächsten 2 Jahre weiterhin Verwaltungsratspräsident bleiben von unserer Brauerei, was ich sehr gerne machen werde und freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im Gremium. Gehen wir weiter zum Traktandum 5c, Wahl der Revisionsstelle. Gemäss unseren Statuten wird die Revisionsstelle jährlich gewählt. Wir vom Verwaltungsrat schlagen vor, dass wir die Firma Equitest in Wettigen weiterhin als Revisionsstelle einsetzen und sprechen ihr unser Vertrauen aus. Ich darf feststellen, dass die Revisionsstelle Equitest wiederum gewählt worden ist. Das Ergebnis ist auch eingeblendet. Vielen Dank auch für die Zusammenarbeit, die sehr gut funktioniert und jetzt auch wieder für ein weiteres Jahr genehmigt worden ist. Wir kommen zum Traktandum 6, Mitteilungen. Wir sind schon fast am Ende vom offiziellen Teil. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich bin langsam sehr durstig. Simon, mach das Bier parat. Aber bevor wir anstoßen, möchte ich Danke sagen. Und zwar an ganz viele verschiedene Personen. Zuerst an unsere Mitarbeitenden, die einen super Job machen. Ich danke euch für euren grossen Einsatz, eure Leidenschaft, eure Freude für die Lägerbräu, für unsere Lägerbräu. Die begeistert mich und steckt da. Ich gratuliere euch ganz herzlich auch zu dem Ergebnis, das ihr trotz allem können erzielen konnten. Dann auch ein Dank meinen Kollegen vom Verwaltungsrat, die ebenfalls einen grossen Einsatz leisten und überall mitgestaltet und vorantreiben. Es macht Spass, mit euch zusammen zu arbeiten, um neue Ideen auszuhacken. Ich freue mich auf das, was kommt. Dann auch ganz herzlichen Dank unseren Aktionären. Eure Unterstützung als Markenbotschafter ist für uns Gold wert. Vielen Dank. Ebenfalls ein grosser Dank unseren Partner und Kunden aus Gastronomie, Getränkehandel, Detailhandel, die auch nicht alle ein einfaches Jahr hatten. Vielen Dank, dass ihr unser Bier im Sortiment habt und uns fleissig unser Bier verkauft. Der Hesta Immobilien möchten wir ebenfalls ganz herzlich danken sagen, unserer Vermieterin, für die gute Zusammenarbeit, die wir haben, für die vielen Möglichkeiten, auch für die Unterstützung jetzt in dieser schwierigen Zeit, die für uns wichtig ist. Vielen Dank. Wie immer auch ein grosses Dankeschön gilt unseren Nachbarn, die uns immer ertragen und dulden und mithelfen und mitdenken. Vor allem der Familie Aschwanden, vielen Dank für eure Arbeit, fürs Mitdenken und auch, dass ihr ab und zu ein Auge zudrückt. Ebenfalls ein grosser Dank an Matthias Hösli und der Firma Megatron, die die Produktion von dieser Online-GV durchgeführt hat. Super Arbeit, gut gemacht. Und ich kann es euch also, falls ihr eine ähnliche Veranstaltung habt, jederzeit weiterempfehlen. Dann kommen wir zu der nächsten GV. Die nächste 15. ordentliche Generalversammlung, ist also das Jubiläum, findet voraussichtlich am 10. Juni 2022 statt. Live und lebendig wie eh und je dann hier in der Brauerei unten. Das hoffen wir zumindest alle. Wir werden euch rechtzeitig dazu einladen. Jetzt würden wir aber definitiv zum gemütlichen Teil übergehen. Der Durst ist gross. Bei mir, bei euch, bei allen, die zuschauen. Und ich freue mich jetzt auf ein richtig kühles Lägerbräu. Letztes Jahr hat unser damaliger Landamme, der Markus Diet, das Anzapfen durchgeführt. Was natürlich leider Corona-bedingt ins Wasser gefallen ist. Dieses Jahr lassen wir uns das aber nicht entgehen. Und wir schalten den Markus live aus der Anzapfbox zu. Markus, vielen Dank. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du ebenfalls durstig bist auf ein feines Bier. Ja, mir geht es sehr gut. Logisch, wenn man natürlich in der Lägerbräu ist, hat man Durst. Und ich hoffe, es geht euch gleich. Und jetzt schauen wir, dass wir auch etwas zu trinken haben. Das kommt gut. Tipptopp. Ja, jetzt können wir vom Online wirklich ins Praktische übergehen, nach dem offiziellen Teil der GV. Ich danke
den Lägerbräu ganz herzlich, dass ihr durchgehabt habt in dieser schwierigen Zeit, für uns alle schwierigen Zeiten, die wir hatten im letzten Jahr mit den geschlossenen Betrieb und jetzt der Biergarten, der jetzt wieder aufgeht, wo wir wieder zusammenhocken können, wo wir wieder geniessen können. Danke vielmals auch allen Aktionären, vor allem auch den Firmen und Privatpersonen, die die Lägerbräu nie vergessen haben, die sie immer unterstützt haben. Und ich freue mich, dass ich ein Teil sein von der Lägerbräu-Familie. Alles Gute und Prost! Ja, Markus, vielen Dank dafür, dass du ein treuer Lägerbräu-Freund von der ersten Stunde bist. Und danke vielmals, dass du angezapft hast. Wir schätzen das sehr, dass du immer auch für uns da bist, viel da unten bist, mit uns ein Bier trinkst. Prost! Herrlich, gut. Jetzt kommt man zu einem Projekt, das mich persönlich begeistert und fasziniert. Irgendwie erinnert es mich auch an die Lägerbräu im Kinderalter. Mit Herzblut, Ehrgeiz, Mut und ein bisschen Lägerbräu im Tank gemeinsames Ziel zuerst aushecken und dann auch erreichen. Und damals wie heute fehlt es am Anfang von so einer Idee halt vor allem auch ein bisschen an Geld. Aber um was geht es genau? Vier junge Wettiger, die sich auf ein grosses Abenteuer begeben und mit einem Ruderboot den Atlantik überqueren wollen. Gerade auch in der jetzigen Zeit sind es doch solche Visionen, die uns immer wieder motivieren und auch inspirieren. Leider können die vier Jungs heute nicht live vor Ort das Projekt vorstellen. Ich freue mich aber trotzdem, dass sie uns mit auf ihr Boot nehmen und halt einmal digital mit ihrer Euphorie uns anstecken. Aber zuallererst, wieso verschlägt es euch eigentlich genau auf eine 5000 Kilometer lange Reise mit dem Ruderboot? Danke vielmals für die einleitenden Worte und dass wir uns hier überhaupt an dieser Gefahr dürfen vorstellen. Also, wieso verschlägt es uns eigentlich auf die Reise? Wir sind alle schon immer sehr abenteuerlustig und auch sportinteressiert gewesen. Sei es jetzt Bergsteigen, Kampfsport oder sonstige Sportarten. Bei der Talisker Whisky Atlantic Challenge geht es darum, von La Gomera in den Kanarischen Inseln über auf Antigua in der Karibik zu rudern. Dabei ist man ganz auf sich allein gestellt und alles, was man braucht, hat man auf dem Boot mit dabei. Risiken gibt es bei dieser ganzen Überquerung eigentlich nicht allzu grosse. Falls jetzt doch mal ein Notfall aufkommen sind immer noch zwei Yachten von der Rennorganisation selber mit dabei. Und zudem haben wir noch das internationale Notrufsignal, wo jedes Schiff in der Nähe verpflichtet, helfen zu kommen. Jetzt wird sich der Georg vorstellen und euch mal seine persönliche Motivation erzählen. Tschüss zusammen. Hallo zusammen, ich bin der Georg, ich bin 27 und der älteste von dem Team. Ich bin in Spaten geboren, in Zwettingen aufgewachsen, wie meine Brüder auch. Ich habe meine Schulzeit verbracht. Im Anschluss eine Lehre als Motorradmechaniker gemacht im Limmatal. Bin dann auf Isone in die Rekrutenschule als Grenadier gegangen und habe dann nach ein paar weiteren Berufsjahren ein Studium angefangen als Umweltingenieur und jetzt noch abschliessen das Jahr. Jetzt arbeite ich nebenbei auch immer noch also im Naturgefahrensegment. Das ist ja gleichzeitig meine Motivation ein bisschen dahinter, einfach die pure Natur, Erde, dort draussen zu erleben und gleichzeitig aber auch das ganze Team-Spirit draussen und die ganze Vorbereitung jetzt im Voraus, wo wahnsinnig lehrig ist, zu erleben und können daraus herausfinanzieren. So, dann kommen wir noch zu mir. Ich bin der Sebastian Stocker, werde 24 dieses Jahr noch, studiere an der FHNW und arbeite nebenbei noch zwei Tage. Meine Motivation für das Ganze ist eigentlich, dass ich aus der Komfortzone rauskomme, meine Grenzen kann eigentlich dran kommen und daraus weitergehen. So dass ich auch im privaten Leben in Zukunft immer wieder von der Challenge profitieren kann. Und andererseits natürlich auch motiviert es mich extrem, dass wir eigentlich mit dem Erlös aus dieser Challenge weniger privilegierte Kinder aus der Schweiz unterstützen. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte, die mich motivieren, die Challenge in Angriff zu nehmen und durchzuziehen. Hallo, ich bin Matthias Odermatt. Ich bin das vierte Mitglied im Team. Ich bin der Cousin von den drei Brüdern. Im Moment bin ich 21 und werde aber im Dezember noch 22.
Im Moment bin ich noch im Militär bis Ende Juli. Und sonst arbeite ich eigentlich als Schreiner. Meine Motivation für das Projekt ist eigentlich, aus der Komfortzone, die wir hier in der Schweiz haben, rauszukommen. Weil ich selber bin eigentlich ein recht fauler Mensch und wollte jetzt einfach mal das Projekt von A bis Z durchziehen und das dann auch für mein weiteres Leben können brauchen. Und was noch ein grosser Grund ist, dass ich mal Naturgewalten auf dem Meer erleben will. Die Wellen, Wind, Regen, mal einfach das flache Wasser. Das reizt mich halt schon recht. Und darum habe ich mich entschieden, hier mitzumachen. Und dann noch zu mir. Ich bin der Peter Stocker. Ich bin der jüngste von diesen drei Brüdern. Im Moment 18 Jahre alt. Und im letzten Jahr zur Ausbildung als Maurer zusammen mit der Berufsmatura. Meine Motivation, um das Ganze eigentlich zu machen, ist, dass man wirklich mal an seine Grenzen ankommt, weil einem ist alles umgehen. Und weiter auch, dass, ich sage jetzt mal, dass man als normaler Breitensportler auch wirklich mal etwas Außergewöhnliches, nicht ganz Alltägliches machen kann. Weiter ist die Challenge natürlich auch für unser späteres Leben sehr hilfreich. Wir lernen auch während der ganzen Vorbereitungen sehr viel und wir dann auch später immer wieder anwenden. Ja, seit Jahren haben wir uns eigentlich schon danach gesehen, dass wir uns wieder mal für das Zimmer teilen. Aber dass es gerade so eng wird, haben wir jetzt doch auch nicht gerade haben. Nein, stimmt natürlich nicht. Der Georg hat dank der Grenadier-Ausbildung, die wir beide absolviert haben, davon erfahren. Er hat nachher das erste Schweizer Team intensiv verfolgt, hat Videos dazu geschaut und sind einfach nicht mehr losgelassen. Der ist hell begeistert von der Idee zu mir gekommen, hat mir davon berichtet und ich habe gewusst, wenn der Georg die Idee im Kopf hat, gut, super, muss ich gar nicht mehr überlegen, ziehen wir es durch. Und unser Team war eigentlich so schon zusammengestellt gewesen. Und wir freuen uns, das als Team dürfen zu machen, als Familie. Also, da freut es mich, euch hier begrüßen zu dürfen, uns aus dem Heidi. Das ist unser Ruderboot. Der Dauf ist der Name Heidi, wie ich gerade gesagt habe. Das ganze Boot ist bereits einmal über den Atlantik drüber, und zwar mit dem Schweizer Frauenteam im 19. Jetzt mit uns wird es zweimal drüber gehen, wird also ein bisschen mehr Erfahrung haben, wie wir bereits haben. Das machen wir aber wieder weg mit unseren Bildern und unserem Training, das wir haben. Das ganze Boot ist rund 9,5 Meter lang. Mit dem gesamten Equipment und uns selber drauf werden wir auf etwa einem Gesamtgewicht von 900 kg sein, das wir mit uns dabei müssen essen. Wird also lustig. Da vorne befinde ich mich gerade an der Front. Mit der Frontkabine. Hier innen werden zwei sich Kabinen teilen. Jeweils werden wir in einem 2-Stunden-Rhythmus rudern. Währenddessen wird der Kollege, mit dem man sich die Kabine teilt, wird immer 2 Stunden im Rudern sein, während du die 2 Stunden Pause hast. So wechselt man sich eigentlich immer 2 Stunden Kraft ab. Dann haben wir weiter hier 3 Ruderplätze. Wir benutzen eigentlich nur 2 davon. Der Nickler ist fehlt gerade. Der ist eigentlich frei. Hier haben wir eigentlich Raum für Equipment, Pause, Socken. Dann haben wir hier drinnen unseren Watermaker. Der wird betrieben durch unsere 2 Lithium-Batterien, die hier drinnen sind. Die wiederum gespeisen werden von der Solaranlage, die auf beiden Kabinen oben drauf sind. Der Watermaker geht eigentlich uns direkt das Wasser liefern aus dem Meerwasser, aus dem Salz tut. Die magische Maschine hat den Vorteil, dass sie uns so direkt Flaschen abfüllt. Und zwar hier drinnen. Und dann gärt und alles. Also haben wir schönes Lagerboy, das mit hier gemacht wird. Nein, eigentlich das leider nicht, aber wir freuen uns dann in Antigua im Ziel so eins trinken zu können. Der macht leider nur rein Wasser. Hoi! Ich befinde mich jetzt in der Heckkabine. Wir finden so, als wäre das Boot zu gross. Wir können uns einen ganz kleinen Rund bewegen. In dieser Heckkabine haben wir die ganze Technik drin. Sprich, wir haben hier Monitoring mit GPS allem drin. Wir haben hier die ganzen Knöpfe, die Instrumente. Wir haben eine Bilgerpumpe, die das Wasser rauspumpen, was wir hoffentlich nie brauchen. Wir haben hier noch Funk, damit wir mit anderen Booten so weiter kommunizieren können. Das persönliche Material rundherum. Vieles sind wir auch noch am Einrichten. Unter anderem
habe ich hier meinen Taschenöffner, der immer dabei ist. Dann würde ich sagen, gebe ich an Thomas zurück. Ich habe mir dafür aber verdient. Selbig ist mir ein gutes Bier, aber ein gutes. He? Merci. Bis ein anderes Mal. Ja, vielen Dank, Helvetic Waves. Es ist einfach faszinierend und ich bin begeistert von der Idee und von euch. Vermutlich stellt sich jeder Zuschauer jetzt die Frage, wie man auf dieser Reise irgendwie ein bisschen mit dabei sein kann und vor allem, wie man euch unterstützen kann. Genau, sehr gute Frage. Jeder, der uns unterstützt, darf Teil unserer Familie werden. Und wir heißen dann jeden herzlich willkommen in unserer Familie. Sponsoren kommen einerseits mit auf unsere Kleidung, andererseits auf unsere Webseite, soziale Medien und natürlich auch mit aufs Boot, damit sie uns über den Atlantik begleiten können. Dann wird es so Kleber geben, die aufs Boot geklebt werden und jeder ist vertreten. Auch können private Sponsoren auf der Webseite oder auch in die Einladung einen Flyer bekommen von uns. Dort sind auch die Informationen durch, um uns zu unterstützen. Und wenn ihr uns unterstützt, kommen wir dann natürlich auch mit aufs Boot. Euer Name rudert mit uns und ihr könnt die ganze Challenge mit uns zusammen bewältigen. Wir sind also dankbar für jeden Beitrag, für jede Vermittlung zu einer Firma. Und egal wie klein der Betrag ist, für uns ist jedes Mal ein riesiger Betrag. Ja, diese Typen haben definitiv unsere Unterstützung verdient. Am liebsten würde ich gerade mit dem Hut durch die GV-Reihe durchspazieren und kräftig Geld einsammeln. Aktuell kann ich das halt nur im Aufnahmestudio machen. Es würde mich aber sehr freuen, wenn wir alle zusammen mithelfen können, um diesen Jungs den Traum zu ermöglichen. Heute im Jahr werden wir alle gesund und munter bei uns an der nächsten GV 2022 begrüßen dürfen. Ich freue mich schon und bin sehr gespannt auf die Erlebnisse und die Erfahrungen, die Sie uns dann zumal mitteilen können. Gehen wir jetzt zurück vom Wasser aufs Land. Ihr habt alle einen Gutschein bekommen für Minigolf im Tägi. Die Vorfreude aufs neue Tägi dazumal war gross. Für uns war sofort klar, sobald es das Tägi gibt, wollen wir unseren Aktionärinnen und Aktionären ein Erlebnis in Form einer Legerbräu-Challenge bieten. Wir müssen natürlich kleinere Brötchen backen als unsere Ruderer. Also so ein Turmspringen, ein Wettrutschen oder Langstrecken tauchen oder so, wollen wir nicht allen zumuten. Darum gibt es ein Legerbräu Minigolf Masters 2021. Der Micha wird uns zuerst eure Tägi auf seine eigene Art zeigen und dann die Minigolf-Challenge einführen. Micha, gut Putt. Hallo Micha, hallo. Hallo Marco. Du bist ja wegen Minigolf gegangen, gell? Genau, richtig. Ich würde vorschlagen, wir gehen ganz schnell auf eine kurze Runde und die neue Anlage. Lässig. Wir gehen zum Minigolf über. Wunderbar. Gebt ihr den Schläger. Wir starten gerade in die Richtung, Richtung Saal rauf. Zack. Also, probieren wir mal. Zum neuen Eventsaal. Schau da. Hey. Micha, cool, Schuss, hast du es geschafft? Ja, weißt du wie du? Schon unser neues Alter, der neue Eventsaal. Mega lässig. Ist gut gekommen, ist wirklich lässig. Ja. Wo gehen wir dann nächstes Mal? Jetzt auch noch. Probieren, jetzt schaffe ich das auch so gut wie du. Schöner Ball. Hey. Super geschossen. Hey, Micha, Schnackzone. Hey, Entschuldigung. Ich bin gleich noch reinlaufen. Oh, wo sind wir in der Sauna? Sauna, das ist eine neue Sauna. Wunderschön, mit diesen Birkenstämmen hier. Mega schön. Da haben wir sich richtig schön entspannt. Mega schön. Kommen wir gerne wieder mal. Wir spielen gerade dort die Türen. Ja. Jetzt gerade steigen ab bis halb. Also, probieren wir das. Hey. Oh, super. Schönen Schlag! Micha, das ist das Hallenbad, das neue. Jawohl. Wir haben einen Punkt von Beat Soder. Blättchen, die wir draussen
Das ist die neue Rutschbahn, 100 Meter lang, das ist ein Highlight der Kiddies. Ja. Dann hinter der Rutschturm auf, runter und runter und runter, bis sie müde sind. Ja. Dann natürlich das Hallenbad mit dieser schönen Decke und dieser schönen Aussicht. Ich würde sagen, gehen wir raus ins Schlafenbad. Ja, sehr gerne. Bin ich dran? Ja. Glaube ich, sehr. Er ist unser Badmeister, er macht das Gartenbad für die Sommersaisonparat. Wir sind jetzt hier unter Wasser im Becken. Weiter geht's zum Minigolf. Herzlich willkommen bei uns im Degi zum Lägerenbräu Minigolf. Auf unserer 18-Loch Minigolfbahn können wir einen coolen Voucher von Lägerenbräu über, um bei uns ein Partie spielen. Und inkludiert noch ein Lägerbräu oder eine Fassbrause, wenn ihr etwas ohne Alkohol trinken wollt. Willkommen bei uns im schönen Degi. Voilà! Herzlich willkommen auf der Seite Lägerbräu. Wir sind herzlich willkommen vom Minigolf spielen hier auf der 18-Lohbahn im Degi. Mit dem Voucher sind wir dabei. Das haben wir im Pack bekommen, wo wir ihr Atelier abholen können. Am 18. September ist hier das Finale. Die Finalisten werden eingeladen. Und dann dürfen natürlich auch als Gast vorbeikommen, ein Bier trinken, eine Wurst essen und eine Runde Minigolf spielen. Herzlich willkommen! Oh, Weltklasse! Hey, Pascal, lässige Runde zu gehen? Ja, sind wir durch? Ja, sind wir durch. Ja, ich würde sagen, so 75 plus in dem neuen Thema. 75, 75, musst du deine Brille noch ein bisschen putzen. Ja, ich würde auch meinen. Sag mal, du jetzt? Ja, ich habe 90 gehabt. Da wäre da, Disco geschädigt. Ja, scheiße. Haben wir ein Bierchen? Gut. Passend zum Disco geschädigt. Danke vielmals. Salute. Salute. Ja, danke Micha. Ich werde sicher fleissig trainieren und alles geben. Ich wünsche allen viel Glück und freue mich schon auf ein Bier mit dem Sieger oder der Siegerin. Nebst allen sportlichen Aktivitäten läuft aber auch sonst viel in unserer Brauerei. Mehr denn je sind wir sehr dankbar um eure Unterstützung. Kauft immer und überall Lägerenbräu und kommt vor allem auch regelmässig zu uns. Es lohnt sich nämlich, Micha, oder? Hallo miteinander, liebe Aktionäre von der Lägerenbräu. Herzlich willkommen im Bieratelier. Ich möchte euch ein paar Sachen zeigen. Kommt doch rein. Viele von euch sind sicher schon mal im Bieratelier gewesen. Das ist hier bei mir. Das ist der Rampenverkauf. Ich tue euch hier gerne bedienen. Ich kann hier alles kaufen, was die Lägerenbräu zu bieten hat. Das ist viel mehr als nur Bier. Wir haben ja verschiedene Innovationen gemacht in den letzten Jahren. Wir haben neue Merch-Sachen immer wieder. Wir haben die altbekannten Sachen, wie zum Beispiel die Lägerenbräu Sonnenbrille. Wir haben die neuen Sachen, wie zum Beispiel das coole T-Shirt. Wir haben die Lägerenbräu Maske. Wir haben aber auch neu ein Lägerenbräu Cape Gun. Also es kommen alle auf ihre Kosten, alle Lägerenbräu-Fans. Und wenn ihr etwas trägt von uns, dann herzlich eingeladen, bei mir vorbeizukommen und etwas zu posten. Wir haben neben dem neuen Bier natürlich auch Sachen für den Sommer gemacht. Die haben steht bevor. Wir machen sicher mal ein lässiges Public-Viewing bei euch im Garten. Ihr dürft natürlich so ein Lägerenbräu-Fest nicht fehlen. Es ist original drin.
ist leider nicht selbstkühlend, aber man kann das daheim im Kühlschrank tun. Es ist von der Größe her passend, dann kann man das selber zapfen, sich daheim im Garten. Weiter möchte ich euch noch ein Produkt vorstellen, das ihr jetzt neu in eurem Package habt. Das ist unser neues Alkoholfrei. Das erste alkoholfreie Bier von der Lägerenbräu. Es heisst Federleicht, passend zu dem, was drinnen ist, weil es ist ein sehr leichtes Bier. Malzig, aber natürlich auch ein bisschen bitter im Abgang, wie man es kennt von unserem feinen Bier. Für die, die also dann vielleicht beim Match schauen, schon zu viel getrunken haben, dürfen dann gerne so eins nehmen. Was wir hier sonst noch machen, also wir machen natürlich die Praktik zum Beispiel kennen. Das sind die, die ihr jetzt alle daheim habt. Wir haben für euch die GV-Päckchen vorbereitet. Wir haben bei uns Durchlauf kühlen, mit dem entsprechenden Bier im Fass, falls ihr mal ein grösseres Fest plant. Wir haben ein Holzfässchen, so ein Showfässchen, wo man mit dem Hammer anschlagen kann. Das haben wir auch bei Markus Dier gesehen. Kommt vorbei, jederzeit. Wir haben Donnerstag, Freitag und Samstag Nachmittag offen. Wir können euch auch gerne ein bisschen flanieren, ein bisschen schauen, ein bisschen philosophieren über Bier, Fragen stellen zu unseren Produkten. Oftmals ist auch ein Braumeister oder ein Brauer noch da, wo euch Fragen und Antworten stellen. Ganz neu und brandaktuell. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir dann auch wieder Gastronomie machen. Das Ganze nennt sich Tab Room. Wir machen über den Sommer jetzt, wenn es draussen schifft und niemand in den Biergarten kommen, weil der Biergarten zu hat, machen wir hier in der Gastronomie. Das heisst, von diesen Tischli wird es eine Bar hier drin haben. Wir haben hier hinten unsere neue Bar. Unsere Zapfanlage, also es gibt auch hier innen in Zukunft frisch gezapftes Bier und nicht nur Fläschchenbier. Sicher etwas, das ihr ausprobieren müsst, lässig, wenn ihr vorbeikommt. Das wäre es eigentlich schon von unserem Bieratelier. Ein mega lässiger Raum, der viel Potenzial hat. Kommt doch einfach mal vorbei, könnt ihr schauen, wir würden euch gerne beraten, dann können wir ein bisschen schwätzen zusammen. Also in dem Fall bis bald. Ja, ich freue mich sehr auf deinen Hund. Vielen Dank. Macht hungrig und durstig. Simon, jetzt bin ich gespannt, was du und dein Team vorbereitet hast. Wir haben ja alle zusammen ein Degu-Paket bekommen. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, das Degu-Paket zu zücken, wenn es nicht schon bereits ausgetrunken ist. Hallo zusammen, ich bin Manuel. Ich trinke am liebsten das Lägerenbräu Original, weil es einfach sehr süffig ist und beim Grillieren mit Kollegen einfach herrlich ist. Bleib gesund und zum Wohl. Guten Morgen, ich bin ja Nermin Losic. Ich arbeite beim Lägerenbräu seit 5 Jahren und ich bin ja Logist hier. Weil ich bin ja Logist hier, aber ich trinke jetzt mit euch unsere Stella Mari, weil das habe ich ja am liebsten. Das Bier irgendwie passt mir ja von dem Geschmack und Farbe her. Und ich empfehle für Ihnen auch noch mal zu probieren. Einen Schluck nehme ich einfach mit euch. Prost zusammen und bleiben Sie gesund. Hallo miteinander. Es freut mich, mit euch heute unser feines Pale Ale zu degustieren. Das Pale Ale ist ein englischer Bierstil und geht bereits zurück ins 17. Jahrhundert. Pale Ale ist ein Bier, das etwas stärker gekopft ist, mit einem feinen Aromahopfen, den ihr nachher auch in der Nase werdet merken. Probieren wir das miteinander. Zuerst schauen wir immer mit der Nase, was wir herausfinden. Ganz klar finde ich pinke Grapefruit, allgemein eine Zitrusnote. Leichte Piniennoten nehme ich auch wahr und der Holunder ist noch ganz leicht im Hintergrund bemerkbar. Jetzt noch der Gaumen.
im Gaumen eine sehr gut eingebundene Bittere und ebenfalls auch die Zitrusnoten wieder präsent. Das Lichtgewicht ist unser Pale Ale, also es hat extrem wenig Alkohol und geht von dem her eigentlich immer. Es ist mein Lieblingsbier, weil es so vielschichtig und spannend ist wie mein Job bei der Lägerenbräu. Wir sagen zum Wohl miteinander. Grüezi miteinander, ich bin der Urs. Ich bin Schweizer Biersommelier und seit 3 Jahren bei Lägerenbräu aktiv. Ich mache hier Bieratelier, Führungen, Online-Führungen, aber auch Bierentein und begleite verschiedene Anlässe und Wünsche. Es freut mich sehr, dass ich euch heute das IPA degustieren kann. India Pale Ale ist ursprünglich ein englischer Bierstil, der eine sehr starke Hopfigerfahrung hat, um das Bier für die lange Reise in die englischen Kolonien haltbar zu machen. In den letzten 15 Jahren hat das IPA so eine richtige Renaissance erlebt, vor allem wegen der verschiedensten Arten von Aromahopfen, die von Amerika zu uns übergeschwappt ist. Da hat natürlich auch Lägerenbräu können hineinstehen, das IPA müssen ins Sortiment hineinnehmen. Und von dort her kann man sagen, ist es ein sehr gelungenes Bier, das auch schon mehrfach ausgezeichnet worden ist. Dann machen wir das mal auf. Volumenprozent. Also man sieht auch hier eben den Hopfen und den Alkohol, der das Bier immer noch wie ursprünglich haltbar macht. Jetzt schenken wir das in ein ausgespültes IPA-Glas ein. Wir sehen wirklich eine wunderschöne orange-goldige Farbe. Ein schöner, feinporiger Schaum. So wie halt das Bier muss aussehen. Dem sage ich einmal eine Fruchtexplosion. Exotische Früchte. Vor allem Mango. Ananas. Aber auch Dörrfrüchte, zum Beispiel Aprikose. Ist ganz gut wahrnehmbar. Schöner, vollmundiger Körper, leicht süßlich und dann im Gaumen schon bald die kräftige, hopfentypische Bitterkeit. Das IPA ist sicher ein Bier zum Geniessen, sei es jetzt im Biergarten oder auch mit Freunden daheim. Und ich kann euch nur mal empfehlen, so ein Bier euch zu genehmigen. Und hoffentlich können wir mal bei Gelegenheit miteinander anstoßen mit einem feinen Lägerenbräu-Bier. Danke vielmals und weiterhin viel Spass. Go! Grüezi, liebe Aktionäre. Ich stelle euch heute das Kürbis vor. Das ist unser Kölsch angelehntes Bier. Das ist ein leichtes Sommerbier. Kürbis heisst, weil die Serviermenschen dort in Köln eben Kürbis heissen. Die sind alle eben mit dem Tablett unterwegs. Es ist ein leichtes Bier mit 5,0 Volumenprozent. Und ich denke so mal ein, dass ihr die Farbe gesehen habt. Es ist leicht Sommer, hell und leicht gekopft. Zum Wohl. Lass mal trinken. Hallo miteinander. Jetzt habe ich auch noch dir, euch ein Produkt von uns vorzustellen, das ihr auch in eurer Degustationskiste findet. Und zwar unser neuestes Baby, Swiss Taste Hartseltzer. Ich muss kurz ausholen, weil viele gar noch nicht wissen, dass es Hartseltzer ist. Hartseltzer ist der neueste Trend aus den USA. Es ist vergorenes Zuckerwasser. Sprich, es hat sehr wenig Kalorien, weil wir den Zucker sehr hoch vergären. Wir sind bei 4,5 Volumenprozent. Meistens, das Produkt aus den USA, das kommt, hat verschiedene Fruchtgeschmäcker, Mango oder Grapefruit oder Limette. Wir haben uns für etwas anderes entschieden. Darum nennen wir es Swiss Taste Hartseltzer. Wir haben uns entschieden, mit möglichst Schweizer Früchten zu arbeiten.
wir haben Birne drin, wir haben Quitte drin, wir haben Holunderblüte drin und wir haben noch einen Hauch von Bergamotte, der dem Ganzen noch einen frischen Zacken gibt. Ich nehme jetzt einen Schluck. Am besten serviert ist ein lässiges Apéro-Getränk, wie gesagt, mit sehr wenig Kalorien. Am besten serviert in einem Weinglas mit einem Schnitz Zitrone und viel Eis. Voilà. Schmecken tut es natürlich so, wie es draufsteht. Und zwar nach Birnenquitte, Bergamotte und eben leicht Holunder. Sehr leicht trinkbar, sehr spritzig, frisch. Das perfekte Getränk an warmen Sommergetränktagen. Das perfekte Getränk für Sportler, das perfekte Getränk für Kalorienbewusste oder Aperitifler, die einfach mal etwas anderes trinken und nicht etwas Übersüßtes suchen. Zum Wohl! Hallo zusammen! Im letzten September haben wir unsere Fassbrause-Linie erweitert. Entstanden ist eine fruchtige und leichte Erfrischung aus Gerstenmalzextrakt mit natürlichem Rhabarber-Aroma, die 40% weniger Zucker als die herkömmlichen Limonaden haben. Da kommt mir doch gerade der Freitag in den Sinn, wo ich als Kind von der Schule heimgekommen bin, die Tür aufgemacht habe und empfangen hat mich einen göttlichen Geschmack nach einer Rhabarberweihe. Unsere Rhabarberfassbrause ist einfach der Hammer. Sie ist so etwas von erfrischend. Ich finde einfach wirklich ganz nach dem Motto, zisch und weg. Ja, vielen Dank für all die Beiträge. Jetzt liegt es an euch selber, wenn ihr die weitere GV-Nacht noch möchtet gestalten. Geniessen noch das eine oder andere Lägerbräu, schwelgen die legendären Erinnerungen und freut euch auch auf die Zukunft. Damit es 2021 gut kommt, zusammenfassend nochmal folgende Lägerbräu-Tipps. Erstens, geniessen Lägerbräu-Bier im Biergarten, bei unseren Gastrokunden oder auch bei euch daheim. Zweitens, löset alle Gutscheine ein, die ihr bekommen habt. Insbesondere den Gutschein für den Online-Shop. Am besten schon heute Abend oder spätestens morgen. Drittens, unterstützt die Wettiger Ruderertruppe. Bleibt gesund, bis bald, macht's gut. Ich freue mich schon bald, euch wieder hier in der Brauerei begrüßen zu dürfen. Prost zusammen und eine gute Zeit. Muss ich noch mal eins von vorne anfangen? Nein, nicht geplant. Nein, das ist falsch angefangen. Ah, Scheiße, wieder am gleichen Ort. Fuck. Bier? Nicht das Jahr. Muss ich stoppen, Entschuldigung. Ja. Stellst du mir ein Prosciutto oder Top? Ja, wir sollten es vorher noch eins durchlassen. Also, los geht's. Also. Scheiße, der letzte. Es kommt, nein, warte, wie man. Wir freuten uns jedes Mal sehr, ganz komisches Deutsch, Simon. Muss ich stoppen, Entschuldigung. Ja, sensationell. Es darf ein bisschen abtropfen. Liefern in die Online-Ding. Top. Das war's.